sind sie auch so genervt, weil ihre Gäste ständig mit ihren Getränken ihren historischen Perserteppich vollsauen? Verlegen sie die Party doch einfach aufs Parkett. Vergessen sie aber nicht, die Kleider ihrer Vitra-Stühle vorher zu wechseln. Wie das geht, zeigen wir ihnen jetzt. Hier sehen Sie drei verschiedene Untergestelle der Eames Plastic Chair Familie. Im Folgenden zeigen wir Ihnen exemplarisch den Wechsel der Stuhlgleiter bei diesen Modellen. Um die Stuhlgleiter eines Eames Plastic Chair DSR zu wechseln, benötigen Sie einen Gummihammer, Maulschlüssel Größe 17 und eine Kombizange. Entfernen Sie den Stuhlgleiter, wie hier veranschaulicht, mit einer Kombizange. Für die Montage gibt es zwei Varianten. Variante 1. Stecken Sie den Kunststoffring auf das Stuhlbein. Stecken Sie den neuen Gleiter auf und benutzen Sie den Gummihammer und Maulschlüssel zur Befestigung. Variante 2. Stecken Sie Hülse und Gleiter zusammen. Pressen Sie dann das Kugelgelenk des Stuhlbeines auf den Gleiter. Um die Stuhlgleiter eines Eames Plastic Chair DSW zu wechseln, benötigen Sie ein Cuttermesser, einen Kreuzschlitzschraubendreher Größe 2 PZ, einen Gummihammer und das von uns gelieferte Gleiterset. Entfernen Sie mit Hilfe des Cuttermessers die Filzauflage. Schrauben Sie den Gleiter ab. Setzen Sie den neuen Gleiter an und schrauben Sie ihn fest. Um die Stuhlgleiter eines Eames Plastic Chair DSX zu wechseln, benötigen Sie einen Maulschlüssel Größe 17 und einen Gummihammer. Schlagen Sie den vorhandenen Filzgleiter mit Hilfe von Maulschlüssel und Hammer aus. Schlagen Sie den neuen Gleiter ein.